Hier eine Aufgabe zum Thema Gewinnschwelle oder auch Break-Even-Point genannt. Das ist die Aufgabe. Wie immer könnt ihr hier das Video stoppen, um die Aufgabe zu lösen. Kommen wir zur Lösung. In Teilaufgabe A heißt es, berechnen Sie die fixen und variablen Kosten. Dazu schauen wir uns mal die Kostenfunktion an. Die Kostenfunktion setzt sich zusammen aus Fixkosten plus variablen Kosten. Die variablen Gesamtkosten setzen sich dabei wieder zusammen aus den variablen Stückkosten mal der Menge. Schauen wir uns die Aufgabenstellung an. In einem Monat werden 300 Stück zu Kosten von 1.500.000 € produziert. Bei 350 Stück pro Monat belaufen sich die Kosten auf 1.047.500 €. In beiden Monaten sind die Fixkosten gleich. Das heißt, die Steigerung der Kosten ist auf die veränderte Menge zurückzuführen. Dementsprechend können wir sagen, dass die Stückkosten sich aus der Differenz der Kosten geteilt durch die Differenz der Stückzahl berechnet. In unserem Fall sind die Differenz der Kosten 42.500 € und 350 Stück und 300 sind 50 Stück die Differenz. Nehme ich diese 42.500 geteilt durch die 50, erhalte ich 850 € pro Stück. Das kann ich nun in die Kostenfunktion einsetzen. Ich kann weiterhin in die Kostenfunktion einsetzen die Angaben aus der Aufgabenstellung. Bei 1.047.500 € Kosten und 350 Stück übernehme ich die Gesamtkosten, ich übernehme die Stückzahl, nehme meine variablen Stückkosten und dann bleiben die Fixkosten übrig. Ich kann diese Gleichung auflösen. Hinten 850 mal 350 gibt 297.500. Das auf die andere Seite mit minus 297.500 ergibt 750.000 € an Fixkosten. Und somit eine Kostenfunktion von K ist gleich 750.000 € Fixkosten plus 850 variable Stückkosten mal der Menge. In Teilaufgabe B sollen wir die Gewinnschwelle berechnen bei einem Stückpreis von 3.500 € des Gasherds. Wir nehmen wieder unsere Kostenfunktion von Teilaufgabe A und erzeugen uns nun noch eine Erlösfunktion mit 3.500 mal x Preis mal Menge. An der Gewinnschwelle sind die Erlöse gleich den Kosten. Also setzen wir die beiden Formeln einfach gleich. 3.500x ist gleich 750.000 plus 850x. Bringen wir die 850x mit minus 850x auf die andere Seite, haben wir auf der linken Seite 2.650x und auf der rechten Seite 750.000. Die 2.650 teilen wir dann auf der anderen Seite, das heißt 750.000 geteilt durch 2.650 und erhalten gerundet 283 für unser x. Das ist unsere Menge am kritischen Umsatz. Und damit können wir den kritischen Umsatz berechnen mit 283 mal den 3.500 €
dass der Preis ist, das ergibt einen Umsatz von 990.500 Euro. Zu guter Letzt stellen wir das Ganze grafisch dar. Zum einen die Kosten, die setzen sich zusammen aus den variablen Kosten und den fixen Kosten. Das ergibt dann insgesamt diese Gesamtkosten. Und die Erlösfunktion tragen wir auch ein. Und dann sehen wir, dass die Gewinnschwelle genau bei dem Punkt liegt, den wir vorher berechnet haben. Den Deckungsbeitrag sehen wir dann noch hier.